1973 kamen die ersten deutschen Pfingstler nach Mollbergen in die Friedlandsiedlung in das erste Teil. Und nach kamen hier dann 75 dazu, 76, 77, 78 und so kamen eine nach den anderen und wir haben uns versammelt in den Häusern. Ja, dann später Ambürer Schule, Dwergter Schule, Evangelische Schule, Paul-Gerhardt-Schule in Kloppenburg. Und 85 hat man das erste Haus angefangen zu bauen, Juni in Kloppenburg-Sternbusch, Milanstraße und Herzog-Erich-Ring, an der Kreuzung. Wir waren damals nicht viel, 67. Das waren nicht viele Leute. Aber der Saal war damals so groß, nicht wahr? Da waren Gedanken und so Gespräche, wir werden den Saal noch trennen, wir brauchen nicht so großen Saal. Dann kam es so weit, dass der Saal klein geworden ist. Und 1991 haben wir dieses Gebäude, dieses gebaut. 1991, August, fingen wir an, hier den Boden auszuheben. Hier nicht weit ist der Bauer Möller, der hat uns ganz schön viel geholfen mit seinen Bagger, Radlader. Man hat angefangen, die Kirche hier zu bauen. Viele von euch waren schon damals hier. Später haben wir das rechte Teil von mir gesehen auch angebaut, dann das linke Teil. Und so ist es entstanden, dass das Gebäude so stand. Und wie Jakob schon gesagt hat, letztes Jahr, September, begann der Umbau. Wisst ihr, Geschwister, hundertprozentig, ich bin so einer, man hat es gebaut und das wieder kaputt machen, ist einem schade. Schön, ich war nicht da, wo sie da gehammert haben und kaputtgeschlagen, aber ich bin froh, dass wir jetzt alles heile haben und schön heile. Gott sei Dank. Geschwister, möge der Name des Herrn verherrlicht sein. In 5. Mose, Kapitel 8, von Vers 2 heißt das, und gedenke alles des Weges, durch den dich der Herr, dein Gott, geleitet hat, diese 40 Jahre in der Wüste, auf dass er dich demütigte und versuchte, dass kund würde, was in deinem Herzen wäre, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Er demütigte dich und er ließ dich hungern und speiste dich mit Mann, das du und deine Väter nie gesehen hatten, auf dass er dir kundtäte, dass der Mensch nicht lebt von Brot allein, sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn geht. Deine Kleider sind nicht veraltet an dir und deine Füße sind nicht geschwollen, diese 40 Jahre. So erkennst du ja in deinem Herzen, dass der Herr, dein Gott, dich gezogen hat, wie ein Mann seinen Sohn zieht. So halte nun die Gebote des Herrn, deines Gottes, dass du in seinen Wegen wandelst und fürchtest ihn. Geschwistern, Gott hat das Volk Israel einmal aus Ägypten rausgeholt. Das waren ungelernte, ungebildete Sklaven. Die haben das ganze Leben geschuftet, gearbeitet und dem Herrn hat es nicht gepasst und nicht gefallen, dass der Ägypter sein Volk, das ihm doch wertvoll ist, versklaven, quälen, zwingen zu schweren Arbeiten. Er macht sie frei. Und diesen Weg, 40 Jahre, von Ägypten bis nach Kanaan, man könnte diesen Weg in kurzer Zeit durchgehen. Aber nein,
die müssen 40 Jahre gehen. Und wisst ihr, Geschwister, als dann das Volk Israel nach 40 Jahren in das Land Kanaan hineingeht, das ist schon ein Volk, das richtig reformiert oder aufgebaut ist, ein ganzer Staat. Die haben ihre Gottesdienste, Ordnungen der Gottesdienste. Die haben Priester und Hohenpriester, Leviten, die den ganzen Dienst an der Stiftshütte verrichten. Die haben weltliche Regierung, Geschwister, die haben Älteste und Fürsten, die die Stämme anführen. Die haben Leute, die über 1000 sind, über 100, über 50, über 10. Also so regierende Persönlichkeiten im Volk. Die haben ein ökologisches Gesetz. Wir haben heute das Problem, die Grünen sind am Wettern. Man soll die Autos doch mit Diesel abschaffen. Man soll Elektroauto anschaffen. Man soll diese Bäume pflanzen, diese nicht pflanzen. Man soll das machen. Oder das haben die Israelis schon von dem Herrn gekriegt. Und der Herr hat ihnen gesagt, wie sie die Bäume behandeln sollen, wie sie sie beschneiden sollen, wie sie sie pflanzen müssen, nicht alles durcheinander, sondern diese Bäume und die vertragen sich nicht, wie die Kulturen auf dem Felde ausgesät sein sollen, nicht zwei verschiedene Samen, sondern ein Same, nämlich der andere. Eine Same bekämpft den anderen. Man dürfte auch nicht ein Ochsen und ein Esel in ein Gespann einspannen, weil der Stärkere den Schwächeren quält. Wenn bei dir oder bei deinem Feind der Ochse in ein Loch fällt, dann sollst du ihn rausholen. Du darfst kein Tierquäler sein. Und viele andere Dinge, was der Schutz der Natur betrifft. Gesundheit, Geschwister, genauso. Man dürfte kein geräuchertes Schwein essen. Ne? Man dürfte überhaupt kein Schwein essen. Tante Ira, das war doch eine Sache, ja? Den Speck den Leuten abgenommen. Also Jakob hat erzählt, schön geräucherten Speck hättet ihr nicht gekriegt in Israel. Warum? Warum? Weil eben das Lebensmittel sind, die vielleicht da in der Wüste zum Schaden sein können. Hier in unserer Gegend, esst Speck so viel ihr wollt, wird nicht so viel Schaden geben. Vielleicht irgendwo was demjenigen, der zahlen muss, aber der andere nicht. Die freuen sich, wenn ihr den kauft. In Israel ist das aber gesundheitsschädlich. Und wisst ihr, Geschwister, Gott hat aus diesem Volk einen Staat gebildet. Und die Nachbarsländer, die haben Könige gehabt, die haben Ordnungen gehabt. Und das Volk Israel hat auch so ähnliche Gesetze gehabt, aber die waren noch viel weiter. Die Nachbarvölker, die haben Götzen gehabt, Götzendienst. Aber das Volk Israel hat einen lebendigen Gott gehabt, der sie geleitet und geführt hat, 40 Jahre. Und die haben alle geguckt und gesehen, morgens früh eine Rauchsäule. Und das ganze Volk geht hinter dieser Rauchsäule. Nachts, wenn sie zum Volk Israel sich irgendwie nähern wollten, haben sie gesehen, da ist eine Feuersäule. Und das hat immer gezeugt, Leute, bei diesen Juden da, bei diesem Volk, das ist ein besonderes Volk. Die haben einen lebendigen Gott. Und dieser lebendige Gott, der leitet und führt sie. Und er kümmert sich um sie. Da kommt doch der Amalekiter von hinten an und wollen das Volk Israel ausrauben. Die Schwachen, die da hinten so nachziehen, versuchen sie zu ergreifen, zu töten, auszurauben. Und eines Tages sagt er, Schluss mit den Amalekiter. Mose schickt Jesua, er soll kämpfen. Und den Amalekiter vergeht dieses Ausplündern, vergeht. Die sind auf einmal verschwunden. Und wisst ihr, Geschwister, als dann Balak sieht, wie das Volk Israel seinem nahen Lande sich nähert, ruft er Bileam und sagt, hör mal zu, diese Leute, die sind für uns Gefahr, die müssen verflucht werden.
Und was sagt Bileam? Nee, da ist Gott mit ihnen. Ich möchte zu ihnen gehören, sagt er. Geschwistern, wisst ihr, wir haben in der Bundesrepublik sehr viele Kirchen. Wir haben in der Bundesrepublik auch sehr viele Kirchen, Chöre, Prediger, Pastoren. Hundertprozentig. Vielleicht sogar unsere Kirche ist jetzt schön. Ich will nichts gegen sagen. Ist schön. Aber vielleicht sind das noch schönere, teurere Kirchen. Bloß was ich sagen möchte, in diesem Gemeindehaus soll und ist die Gegenwart Gottes, preist dem Herrn. Schwestern, in diesem Gemeindehaus werden Leben verändert, Seelen geheilt. Gott wird hier buchstäblich erlebt. Und das ist sehr wichtig. Und wisst ihr, Geschwister, auch dieser Bau, das ist so eine Art unseren Lebensweg. Gott will dich und mich prüfen, wie verhalte ich mich gegenüber dem Geld, dem Vermögen, der Zeit, der Gemeinde. Wie verhalte ich mich da gegenüber? Bin ich sparsam, bin ich geizig, bin ich freigebig, bin ich fleißig, bin ich faul, bin ich rumredig, afterredisch oder immer dankbar? Geschwistern, hundertprozentig ohne Fehler läuft nichts. Wir sind Menschen, fehlerhaft, aber ich bin Gott so dankbar, dass er hier ist. Und er möchte uns in allen Dingen zeigen, wie er dich und mich vorbereiten will fürs Himmelreich. Dass wir dankbar sind, haben wir heute gehört. Zufrieden sind. Geschwister, ich weiß nicht, ob es noch eine andere Konfession in dieser Welt gibt, wo man so viel in die Kinder, in die Jugend, in das Nachkommen investiert. Kinderstunden, Jugendscharstunden, Jugendstunden, Ausflüge, Teenager und Ranger und wie die alle heißen. Man möchte doch die Kinder mit dem Herrn bekannt machen. Man möchte doch die Zukunft in den Himmel leiten. Das, was Gott uns gibt, Geschwistern, unser Land verliert an junger Generation. Unser Land stirbt aus. Und wenn das so weitergeht, nach 50 Jahren haben wir ganz wenig Deutschen in Deutschland. Geschwistern, das ist nur, weil Leute Angst vor der Bibel haben, vor dem Willen Gottes zu erfüllen. Deswegen bin ich Gott dankbar, dass wir diese Kirche haben. Unsere Kinder sehen, die Väter, die Eltern haben Zeit investiert, gearbeitet. Manche von den Kindern waren auf dem Parkplatz, haben die Steine gereinigt, haben sie zusammengepackt. Diese Kinder behalten es fürs Leben. Ich kenne so manches Kind, das hier am Anfang im Keller noch mitgegraben hat. Und die erzählen heute davon. Die haben Staub gesaugt. Die haben sauber gemacht. Und die erzählen heute noch davon. Geschwister, möge Gott also mir und dir es klar machen, das ist der Weg unserer Formierung. Unsere Heimat ist nicht hier in dieser Welt. Wir wollen ins himmlische Kanaan. Und das ist der Weg, auf dem Gott uns formt, auf dem er uns vorbereitet. Geschwistern, Jakob hat gesagt, wir brauchten keine Schulden machen. Die Renovierung ist so gelaufen. Ja, einige von den Geschwistern, die kenne ich auch, haben so richtig, versucht, ihre Rente, ihr Zehnten, irgendwelche noch Ausgaben hier reinbringen, auf dass diese Renovierung stattfindet. Manche haben gesagt, nee, mir war das Alte gut genug, das werde ich nicht unterstützen. Geschwister, egal wie du dich verhalten hast, du wirst einmal hier alles verlassen. Einmal bleibt das hier.
Und was hast du hier reingelegt? Das wird da gezählt. Mir hat mal Bruder Waldemar Meyer, der Ältere, erzählt, bei ihm da irgendwo, ich weiß nicht, wo das da war, hat ein Bruder einen Traum gehabt. Und er geht zur Landstraße und merkt, er hatte Hunger. Und als er dann so sich umguckt, sieht er eine Einrichtung, wo man Essen kaufen kann. Geht dahin und sagt, ich möchte was zum Essen kaufen. Und die Dame an der Kasse sagt, haben Sie auch Geld? Er holt sein Portemonnaie raus, sagt, ja, ich habe Geld. Und möchte was kaufen, sagt sie, nein, dieses Geld zählt Ihnen nicht. Bei Ihnen zählt bloß das Geld, das Sie den Armen und Gott gegeben haben. Ich schau mal, sagt sie, wir haben jeden verzeichnet und hat für diesen Mann bloß 5 Kopeken gefunden. Sagt sie, das ist das Geld, womit Sie hier einkaufen dürfen. Geschwistern, alles, was wir in die Kasse des Herrn hineinlegen, dem Armen geben, den Notdürftigen hinhalten, das geben wir dem Herrn. Salomo sagt, wer den Armen gibt, der leiht's dem Herrn. Brüder und Schwestern, lasst uns nicht geizig sein, lasst uns freigebig sein. Manche Leute sagen, ach, musste das so sein? Der Teppich war ja noch gut. Geschwistern, vielleicht war er auch gut, streite ich nicht ab. Aber im Kapitel 14 lesen wir Markus Evangelium. Jesus kommt zu einem Pharisäer, Simon heißt er, zum Essen. In dem Moment kommt eine Frau mit Namen Maria hin. Und diese Maria hat ein besonderes Gefäß mit einem sehr wertvollen Öl. Die bricht das Gefäß auf, gießt das Öl auf Jesus. Und ich sage euch, dieses Öl, das fließt, der Fußboden wird auch benetzt und seine ganzen Kleider werden benetzt. Und in diesem Haus verbreitet sich so ein angenehmer Geruch. Und da stehen doch die Jünger und der Judas. Johannes Evangelium Kapitel 12 heißt das, sagt, wozu diese große Ausgabe? Man könnte das doch verkaufen und den Armen verteilen. Und Jesus sagt, nein, nein, lass sie. Die hat eine sehr wertvolle Sache gemacht. Die hat ihn vorbereitet zu der Beerdigung. Und dann sagt Jesus, solange die Welt stehen wird und man über mich und das ewige Leben sprechen wird, wird man den Namen dieser Frau immer wieder erwähnen. Man wird sagen, was sie für mich gemacht hat. Maria hat das gar nicht so weit gedacht, über sich predigen lassen, auch heute hier in Molbergen in der Kirche. Nein, nein, das war nicht der Sinn, weswegen sie das Öl auf Jesus gegossen hat. Sie hat ihn geliebt. Bruder und Schwestern und alle, die wir da sind, aus Liebe zu Jesus, angenehmer Geruch. Vielleicht ist eine oder der andere Mark oder Euro auch nicht unbedingt dahin gegangen, wo es hingehen sollte, aber dieser angenehme Geruch, der zeugt davon, die Leute sind nicht geizig, die lieben Gott und für den Herrn geben sie ihr Vermögen, ihr Leben, ihre Zeit, ihre Kraft, preist dem Herrn dafür. Geschwister, und ich möchte, dass wir so von ganzem Herzen Gott danken, dass wir für den Segen über dieses Gebäude beten, für den Segen über unsere Gemeinde, über unsere Kinder, dass alle Kinder, die heute da sind, einmal dem Herrn gehören. Einmal wir vor Gott so stehen im Paradiese. Ich, meine Kinder, Enkelkinder. Und ich möchte, dass die Brüder, Älteste, alle mal so hier sich aufstellen. Brüder, macht das. Und wir beten, ihr geht alle auf die Knie und wir segnen euch und dieses Haus.